herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge hier bei den Freien Wählern für Karlsruhe. Ich freue mich ganz besonders, weil heute haben wir zwei ganz besondere Gäste, Frau Dr. Iris Sardarabadi, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, und Frau Dr. Gerken. Sie leiten zusammen im Tandem des IBZ. Ganz spannende Sache. Vielleicht können Sie mal uns und den Zuhörern oder den Zuschauern kurz erzählen, das ist ja die Abkürzung für Internationales Bildungszentrum. Nee. Was wird da? Internationales Begegnungszentrum. Freudscher Versprecher. Was wird da genau gemacht? Was muss ich mir darunter vorstellen? Willst du anfangen, Eva? Ja, kann ich machen, ja. Also wir haben, bei uns geht es darum, dass sich Menschen, die neu nach Karlsruhe kommen oder auch schon länger hier sind, Zugewanderte und sich heimisch fühlende Menschen in Karlsruhe, dass die sich begegnen. Mhm. Uns ist es wichtig, dass wir durch die Begegnung Vorurteile abbauen. Es gab so ein Vorläuferhaus vom IBZ, das hatte sich damals Ausländerzentrum genannt und da gab es nur Migrantenvereine. Und als dann das Konzept, als sie raus mussten damals, hat man auch das Konzept geändert, weil man gemerkt hat, man braucht die Begegnung. Und dazu haben wir ein Programm, wir haben ein Veranstaltungsprogramm, nennen wir Kulturdialog. Und da haben wir verschiedene Formate, mit denen wir Menschen zusammenbringen. Es gibt. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen, so ganz niederschwellig? Ich kann jetzt als Migrant, wenn ich davon erfahre, einfach bei Ihnen dann an die Tür klopfen. Und ist es der ganze Tag geöffnet oder nur in den Abendstunden? Oder wie funktioniert das? Also unser Büro ist vormittags geöffnet bis Nachmittag. Und ab Nachmittag ist dann unser Café offen. Nachmittags treffen sich auch meistens die Projekte. Wir haben Projekte, die wir Integrationsprojekte nennen. Da gibt es Frauenprojekte, gibt Konversationsprojekte, die sind eher am Nachmittag oder Abend, weil viele arbeiten ja. Oder viele derer, die das Projekt leiten, sind ehrenamtlich unterwegs. Das heißt, sie haben dann erst am Nachmittag Zeit und unsere Veranstaltungen finden überwiegend abends statt. Mhm. Und was sind das für Veranstaltungen? Wir versuchen, verschiedene Formate anzubieten, weil wir merken, nicht jeder hat Lust auf eine politische Diskussion, interessiert sich aber trotzdem für ein anderes Land. Und deshalb haben wir überlegt, dass wir auch Kochevents brauchen. Mhm. Wir brauchen Filmnachmittage, wir haben Feste. Denn auch beim Kochen und wenn man in der Küche zusammen schnippelt, dann kommt man sehr gut ins Gespräch und dann lernt man sich auch kennen. Vermitteln Sie denn dann auch so, sage ich jetzt mal, Alltagshilfe, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich bräuchte unbedingt einen Sprachkurs oder ich weiß gar nicht, wo ich irgendwie Geld für meinen Lebensunterhalt herbekomme oder so diese ersten Dinge, die man, wenn man jetzt neu nach Karlsruhe kommt, sage ich mal, sich das zusammensuchen muss. Also da sind Sie so der erste Ansprechpartner. Sind du, willst du? Ja, gern. Also wir bezeichnen uns als Anlaufstelle. Mhm. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Und mittlerweile als Kompetenzzentrum und Netzwerkknoten. Das heißt, wir sind offen für alle Neuzugewanderten und wie du sagst, für alle Fragen. Ja, wir können zwar nicht alle direkt beantworten, aber jetzt kommt das mit der Vernetzung, Netzwerkknoten, dass wir dann Verweisberatung machen und die Leute an die entsprechenden Stellen schicken. Also wie gesagt, Anlaufstelle ist vielleicht eine Antwort auf deine Frage. Von daher ist auch außer in Corona-Zeiten reger Betrieb bei uns. Es gibt eigentlich keine Hürden. Man kann hochkommen in erstes OG. Und was mir noch wichtig war, du hast ja jetzt auf die Begegnungen, auf interkulturelle Begegnungen, was uns auch sehr wichtig ist, unsere Integrationsprojekte. Mhm. Und da ist Ziel, dass wir die Menschen oder den Neuzugewanderten oder auch Zugewanderten ermöglichen, soziale und berufliche Teilhabe. Weil nur so klappt Integration. Mhm. Oder das ist für uns Integration, ja. Teilhabe, soziale und berufliche Teilhabe. Und neben den Integrationsprojekten ist uns vielleicht auch noch wichtig, in den Veranstaltungen zu sensibilisieren und das Problembewusstsein ein bisschen zu verstärken für integrationsrelevante Themen. Das käme auch noch dazu. Jetzt gibt es ja wahrscheinlich in der Bevölkerung, hat man ja so eine gewisse Vorstellung, aus welchen Ländern solche Menschen kommen, die jetzt zu euch kommen, sage ich mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich war auch mal bei euch zu Gast bei einer Veranstaltung und da habe ich festgestellt, also das sind so auch viele, wo wir jetzt denken, naja, die sind schon lange ein Teil von Deutschland, ob das jetzt Italiener sind oder Griechen oder Türken, also nicht nur Menschen, die jetzt aus Südafrika kommen oder so, also das ist wirklich querbeet. Und wie ist das mit der Altersstruktur? Also wir haben die Besucher, die zu uns kommen, tatsächlich bei den Abendveranstaltungen sind tatsächlich etwas die ältere Generation. Und um das so ein bisschen zu verjüngen, haben wir jetzt auch ein Projekt angefangen, vor 5 Jahren tatsächlich, 2015, für junge Zugewanderte. Mhm. Haben da auch sehr viele junge Ehrenamtliche gewonnen für das Projekt.
Wir sind mit unserer Bewerbung auf Facebook gegangen und da haben wir gemerkt, da hat sich jetzt in den letzten Jahren schon einiges verändert. Die Besucher sind einfach viel jünger geworden und das hat uns eigentlich sehr gefreut und hat uns so ein bisschen bestärkt, dass es einfach Projekte für junge Leute braucht und auch die Ansprache muss eine andere sein. Kann man irgendwas herauskristallisieren, wo man sagt, das ist so eigentlich bei den meisten das große Hauptproblem, wenn sie jetzt hier als fremder Mensch nach Karlsruhe kommen? Also wir haben festgestellt, es sind drei Probleme. Das eine ist die Sprache, das andere ist die Arbeit und das dritte ist immer Wohnen. Mhm. Bei 1 und 2 können wir helfen, bei 3 eher nicht. Mhm. Also und bei Wohnen. Ja, bei Wohnen ist immer schwierig. Wohnraum ist knapp in Karlsruhe, deshalb umso schöner, dass es jetzt auch viele gibt, die Wohnraum zur Verfügung stellen, aber das ist immer das ganz große Problem. Ich würde was ergänzen, das Viertes, aufenthaltsrechtliche Situation. Ja. Also das ist wirklich, ansonsten bin ich völlig d'accord. Ja, also das ist für viele absolut ein Problem. Sie haben jetzt gerade schon was angesprochen, dass die aktuelle Situation mit dem Ukraine-Krieg und den Geflüchteten aus der Ukraine. Ich glaube, fast jeder von uns hat im Umfeld irgendjemand, der Ukrainer bei sich untergebracht hat oder der jemand kennt. Also ich war auch überrascht, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung, oder was heißt nicht nur überrascht, ich war sogar sehr stolz, dass die Bereitschaft in der Bevölkerung so groß ist, wildfremde Menschen bei sich aufzunehmen, zum Teil mit mehreren Kindern, auch mit Haustieren. Also das hat mich richtig berührt, muss ich sagen, hier in Karlsruhe. Aber ich sehe doch Unterschiede zu 2015, zu der Zuwanderung, wo doch auch viel geblockt wurde und man große Vorurteile hat. Ist das was, was Sie auch erleben? Oder an was denken Sie, an was das liegt? Ich glaube, es liegt an den Menschen, die kommen. Das war 2015, waren das viele junge Männer aus afrikanischen Ländern. Mhm. Und jetzt sind es eben viele junge Familien, Frauen aus einem europäischen Land. Und ich glaube, da ist einfach die Bereitschaft zu helfen eine größere als bei jungen Männern aus Afrika. Ja. Denke ich. Das ist leider so, dass man es viel an der Hautfarbe halt auch festmacht. Ja. Und aber das merkt ihr jetzt auch beim EBZ, dass viele von den Ukrainern kommen und Hilfe suchen? Also bei uns ist es nach wie vor gleich, würde ich sagen, dass die früher schon kamen, also junge Männer aus afrikanischen Ländern oder aus Syrien, aus Afghanistan. Wobei es sind jetzt auch nicht mehr nur junge Männer. Wir haben auch relativ viele junge eritreische Frauen, die auch in der Ausbildung sind, in der Pflege, die in den Projekten sind, was uns sehr freut. Also diese junge Frauen, dass das dazugekommen ist. Also es ist geblieben, die Nachfrage von der ehemaligen Zielgruppe, die ist nach wie vor sehr stark an den Projekten und wir wurden auch angesprochen, ob man was machen könnte für ukrainische Frauen und Kinder. Also der Bedarf bei uns ist immer so, der Bedarf wird von außen an uns herangetragen und dann haben wir gesagt, ja, das muss man gucken, wie man sich das vorstellen kann. Und jetzt haben wir so ein kleines Kooperationsprojekt mit der Stadt, mit der AWO und mit dem ukrainischen Verein, also Ukrainer in Karlsruhe. Und da kommen jeden Mittwoch so circa, sage ich mal, 20 Frauen mit ihren Kindern. Und wir versuchen immer, also die haben dann natürlich Fragen und dann guckt man zu welchem Thema. Und dann versuchen wir immer einen Experte oder eine Expertin zu gewinnen. Vor 2 Wochen war es ein Arzt, ein pensionierter Arzt, der zu Gesundheitsfragen geantwortet hat. Letzte Woche war es zum Thema Arbeit. Also das versucht man immer zusammen mit den Kooperationspartnerinnen zu beantworten. Und das ist eigentlich eine gute Sache, eine schöne Runde, niederschwellig und also wie gesagt, auch da wieder Bedarfe. Wir sind für alle da, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Herkunftsland, ist uns einfach wichtig, weil es geht um die Menschen. Und deshalb ist wichtig, wie du auch gesagt hast, klar, sagt man jetzt, im Vordergrund sind die ukrainischen Geflüchteten, ist auch richtig, ist ganz klar, wir finden das auch alles richtig, was die Stadt macht, diese ganzen Unterstützungsmaßnahmen, die Unterbringung in Wohnungen. Wir merken nur, dass viele uns auch fragen, aber warum dauert es bei mir so lang? Warum komme ich nicht in den Sprachkurs? Warum darf ich nicht direkt arbeiten? Warum kann ich nicht an die Uni? Ja, also diese Hürden. Und da versuchen wir halt zu erklären, woran es liegt. Also Eva hat schon gesagt, es ist näher. Ich denke immer, klar, viele sagen, ja, die Kultur ist uns näher. Aber ich denke, letztendlich geht es um den einzelnen Menschen. Und ich sage, manchmal kann mir
eine eritreische Frau vielleicht sympathischer sein als eine aus der Ukraine. Deshalb denke ich, wir sind da schon bemüht, keine Unterschiede zu machen. Ich denke, es gibt natürlich auch noch Unterschiede, weil von den Ukrainern natürlich auch schon viele hier Bekannte oder Verwandte in Deutschland haben, wo sie Kontakte anknüpfen, ja, ehemalige Nachbarn und so weiter, wo sie halt doch schneller an das gesellschaftliche Leben, sage ich jetzt mal, rankommen, wie die Menschen aus Afrika, aus Eritrea oder wo immer. Es waren ja auch viel. In Karlsruhe sind es halt eher die unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten gewesen, die ohne Familie kommen. Ja. Und da war halt der Unterstützungsbedarf ein viel größerer. Als jetzt für die UkrainerInnen, die dann, wie Sie sagen, dann auch eben schon vielleicht eine gewisse Anbindung haben. Wie sind Sie persönlich beide ans IBZ gekommen und was war Ihr bisher schönstes Erlebnis dort? Also ich bin ja die Quereinsteigerin, ich komme aus der Naturwissenschaft, bin Naturwissenschaftlerin und nach der Promotion sind wir dann als Familie, waren wir 12 Jahre im Ausland. Mhm. Also wir waren 4 Jahre in Syrien, eine ganz andere Kultur und 8 Jahre in den USA, auch anders, wenn man sich dann so denkt. Und wir haben da einen sehr interkulturellen Freundeskreis und Bekanntenkreis gehabt. Ich habe dort eine Zeit lang in einer NGO gearbeitet, die Resettlement gemacht hat, hatte also viel Kontakt zu Geflüchteten. Und mir hat es den Blick auf die Welt total geändert. Also es hat mir sehr, sehr gut getan, raus aus Karlsruhe mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Es ist was ganz anderes, wenn ich höre, in Kolumbien werden Menschen entführt oder wenn mir eine Freundin sagt, meine Schwägerin ist entführt worden. Also das macht dann schon auch berührt was. Berührt einen viel mehr, wie wenn man es jetzt halt so nur in den Nachrichten hört. Ja. Und noch nicht. Also mir hat es dann schon auch so einfach den Blick auf die Welt verändert. Ja. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich das IBZ gefunden, weil ich gerne weiter in dem Bereich arbeiten wollte. Ja. Ich wollte dann nicht wieder zurück, sondern ich wollte mit Menschen arbeiten aus unterschiedlichen Kulturen. Ich habe dann da erst ein bisschen... Und was war so Ihr persönlich schönstes Erlebnis im IBZ? Das sind immer so die persönlichen Geschichten der Menschen. Wenn mir eine Patin erzählt, als ich hierher kam, habe ich mich gar nicht richtig getraut zu fragen. Und mein größter Wunsch war immer, Kosmetikerin zu werden. Und dieses Patinnenprojekt, die Frauen haben mir den Rücken gestärkt, die haben mich ermutigt und ich habe die Ausbildung gemacht. Und jetzt habe ich mein eigenes Kosmetikbüro. Oder wenn ein Geflüchteter sagt, jetzt bin ich kein Geflüchteter mehr, sondern ich bin jetzt Fachkraft. Mhm. Und erfahre die Anerkennung von meinem Chef und von meinem Team und von den Leuten, für die ich arbeite. Das ist einfach toll. Und da denke ich, die Arbeit ist einfach, hat sich gelohnt. Das war es wert, oder man macht es dann. Also das finde ich immer so Gänsehaut. Wie ist bei dir? Wie bist du ans IBZ gekommen? Also ich bin keine Naturwissenschaftler, aber ich bin so froh, dass Eva... Also wir ergänzen uns wirklich auch vom Fachlichen. Ich bin ja von Haus aus Soziologin. Mhm. Und habe lange in der Wissenschaft gearbeitet an der Uni und habe dann familiär eher so freiberuflich in der Sprachförderung, wo ich dann den Einstieg auch hatte. Und direkt, und da war mir schon klar in der Sprachförderung, ich wollte gern was machen in dem interkulturellen Bereich. Und ich hatte das Glück, unsere Vorgängerin war eine Kommilitonin von mir früher in Freiburg. Und dann hat die gesagt, ja, Patinnenprojekt willst du da, die Projektleitung. Und so kam ich überhaupt ins EBZ, so hatten wir uns dann auch kennengelernt. Mhm. Und als die Frau Schuchert ging, hatten wir beide uns beworben als Tandem und war wirklich eine super... Ja, fast seit 10 Jahren. Ja, seit 10 Jahren Tandem und seit 10 Jahren ein tolles Team. Ja. Was war dein schönstes Erlebnis? Habe ich gerade überlegt, es gibt eigentlich kein... Nicht das. Ja, für mich ist einfach beglückend, muss ich sagen, wenn ich merke, dass durch unsere Arbeit Menschen tatsächlich zur sozialen, beruflichen Teilhabe befähigt werden. Also dass es durch das Perspektive Now Plus, durch das Projekt gelingt, durch die Unterstützung, und vielleicht Nachhilfe. Noch grad, was ist Perspektive Now Plus? Das ist ein Tandemprojekt für junge Zugewanderte und junge Geflüchtete. Und wie gesagt, die Betonung liegt auf Tandemprojekt. Mhm. Wir sind absolut überzeugt, ist aber auch empirisch so gesichert, dass für Integration oder überhaupt Mentorinnenprojekte, Tandemprojekte im Bilateralen eigentlich die erfolgsversprechendsten sind. Das merken wir auch in dem Projekt. Mhm. Also zurzeit sind, glaube ich, 160 Menschen da in dem Projekt aktiv und wie du schon sagtest, auch viele junge Ehrenamtliche. Und ja, mich macht das einfach glücklich, wenn ich merke, dass die Leute beidseitig bereichert werden. Also, dass die jungen, sage ich mal, Einheimischen lernen den Blick über den Tellerrand. Aber genauso die jungen Zugewanderten. Also ich glaube, es braucht jemand an deiner Seite, eine Verknüpfung, eine Begleitung, eine Unterstützung, auch dir die DNA von diesem Land,
von dieser Gesellschaft zu erklären. Genau. Ja, das geht nicht nur, indem du ein Plakat ausfüllst und sagst, so läuft die Mülltrennung oder hier muss man pünktlich sein, sondern durch dieses Begleitende. Und wie gesagt, wichtig für uns ist auch immer diese berufliche Teilhabe, weil wir merken, dass es einfach für die Identität, für Selbstbewusstsein wichtig ist. Und das tut mir gut, wenn wir merken, durch die Arbeit befähigen wir Leute oder unterstützen die zu diesem Selbstwertgefühl und zu sagen, jetzt kann ich bleiben, jetzt will ich bleiben und jetzt fühle ich mich wohl. Ich stelle mir ja immer so den umgekehrten Fall vor, wenn wir jetzt in so ein uns völlig fremdes Land auf der anderen Seite der Erdkugel kommen würden, dann wären wir wahrscheinlich auch froh, wenn uns jemand an die Hand nimmt und sagt, ich zeig dir mal, wie es hier bei uns läuft und wie es geht und ich unterstütze dich da, wo du nicht weiterkommst. Also tolle Sache. Ja, wie finanziert sich das EYZ? Wir werden von der Stadt Karlsruhe unterstützt, sind sehr dankbar, dass die Stadt es auch macht. Es gab einen Gemeinderatsbeschluss, damit dass das EYZ gegründet wurde. Die Stadt hat das Gebäude angemietet und übernimmt die Miete. Und unsere Gehälter werden von der Stadt refinanziert. Kriegt ihr auch Spenden dann? Wir kriegen zum Teil Spenden, aber nicht so. Also das ist kein großes... Im Prinzip, er übernimmt ja auch eine Aufgabe, die eigentlich so eine städtische Aufgabe wäre und da gebündelt oder zentriert als eine Anlaufstelle. Witzig ist eine Erfahrung, die ich persönlich auch schon gemacht habe. Ich bilde aus in meinem Betrieb und habe auch schon viele Jugendliche aus... Hilfsprojekten ausgebildet, jetzt nicht Integration, aber die halt schulische Schwierigkeiten hatten. Und gerade das Thema Sprache ist mir auch aufgefallen. Oft ist es sogar so, dass die relativ gut sprechen, aber halt das Verstehen und das Schreiben schwierig ist. Und dann ist in der Schule einfache Text, also für uns relativ einklingende Text, einfach klingende Textaufgaben, verstehen sie dann nicht, weil irgendein Wort drin ist, mit dem sie nichts anfangen können. Und natürlich dann die lustigen badischen Sachen. Einmal hat eine zu mir gesagt, die Kundin fragte nach einem Kulturbeutel und dann guckt sie mich so an und dann wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Dann hat sie gesagt, was ist denn ein Kulturbeutel? Ja, also das sind halt so die Dinge, wo man dann sagt, ging uns ja auch so, wenn wir eine Sprache erlernen, das sind dann Fachbegriffe oder spezifische Wörter, die sie dann nicht verstehen. Ich habe aber auch gemerkt, learning by doing, dass das sich eben gerade in dieser dualen Ausbildung in den Betrieben, wo sie halt dann doch eben auch von anderen Mitarbeitern bemuttert werden oder sich viele Dinge wiederholen, relativ schnell lernen. Also die am Anfang mit der Rechtschreibung große Schwierigkeiten hatten, gerade das deutsche IE oder das H, wenn sich das dann ständig wiederholt, wenn ich immer wieder die gleichen Sachen schreiben muss, auf Lieferscheinen oder auf Rechnungen oder so, dann prägt sich es auch relativ gut ein. Dazu, wenn du erlaubst, würde ich gerade was, also eine Lanze wirklich für die Betriebe sprechen. Also du hast ja mitgekriegt beim Integrationspreis, ohne die Bereitschaft, muss man sagen, der Betriebe, die Offenheit und auch die Unterstützung, wie du jetzt sagst, hätte das Ganze nicht funktioniert. Weil die wirklich zum Teil einfach, wie du sagst, mündlich sind die ja ganz das fit, geht relativ das geht, schnell. Ja, das geht schnell, aber mit B1 oder mit B2 das Ganze schriftlich, diese Theorieteil, glaube ich, ist sehr schwer. Und was mich da oder uns auch immer sehr freut, die Betriebe, ich glaube, am Anfang war es vielleicht so, dass man gedacht hat, ja, wir brauchen halt Fachkräfte, wir brauchen diese Auszubildenden. Und es war aber vielleicht zum Teil fremd. Ja, viele hatten die uns auch gesagt, überhaupt vorher keine Kontakte oder Begegnungen mit Menschen jetzt aus dem afrikanischen Kontext, aus dem afrikanischen Raum. Und man hat gemerkt, durch die Begegnung während der Ausbildung ist auch auf Seiten der Betriebe die Offenheit gewachsen. Also auch da wieder zum Anfang durch Begegnung passiert was. Es passiert auf der einen Seite, aber auch auf der anderen. Also Vorurteile, nochmal zurück zum Anfang. Absolut. Vorurteile werden abgebaut, ja, dass die sagen, die sind uns ja doch nicht so fern oder die Unterschiede sind gar nicht so groß. Auch nochmal zurück zu dem Thema, wie man eigentlich denkt. Und das freut uns auch immer. Also beides, wir sind in Kontakt mit beiden Seiten und wenn man merkt, das ist für mich auch wichtig als Soziologin, Menschen sind veränderbar, Menschen sind lernfähig. Und deshalb tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer mit der Kultur und die Kultur ist so und die ist so, das gibt es für mich nicht. Also weil ich denke, die Menschen sind lernfähig und jemand kann lernen, es ist ein dynamischer Prozess. Gott sei Dank, wir entwickeln uns. Ja, also kann ich absolut bestätigen, ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Es ist klar, die Betriebe hier in der Technologieregion suchen händeringend nicht nur nach Fachkräften, auch nach Arbeitskräften. Genau.
Und ich finde es aber trotzdem toll, dass Sie da so aufgeschlossen sind, weil ja bei uns war das dann auch so, wir mussten den jungen Damen dann zum Teil dann auch privat Nachhilfe geben. Ja, oder man nimmt sie sich mal abends eine Stunde zur Seite und sagt, wir gehen das jetzt nochmal durch, was du da nicht verstanden hast. Ja. Oder, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen. Also ich habe ja mehr die mit schulischen Problemen aufgenommen. Und die sind alle, haben die Prüfung bestanden, haben alle einen Beruf erlernt. Wir haben sie alle irgendwie durchgeschleust. Und mir geht es ganz genauso. Am Ende des Tages sagt man dann, man hat was geschafft zusammen und man freut sich für den jungen Menschen. Und man freut sich auch selbst, dass man sagt, ja, man hat jemand im Prinzip aufs Leben vorbereitet. Ja. Aber ich denke, das ist, was Sie sagen, das ist einfach wichtig, dass jemand da ist, der an einen glaubt, der einen unterstützt. Ja. Und der einfach so ein bisschen als Mentor im Hintergrund ist. Wir kriegen das viel von Betrieben mit, die sagen, und dann setze ich mich hin, habe ich das mit dem durchgerechnet. Ja. Einfach, um da nochmal ein bisschen nachzuhelfen. Und das, glaube ich, ist auch lustig, so dieses Zwischenmenschliche. Ich habe dann, oft sind ja die jungen Menschen dann, sage ich mal, noch in einer spätpubertären Phase. Und wenn man jetzt selber Kinder hat, weiß man ja, was da so abgeht, dass die halt manchmal keine Lust haben oder es halt nicht so ordentlich machen, wie man es zu ihnen gesagt hat. Ähnlich ist es im Betrieb dann auch. Und dann gibt es halt Mitarbeiterinnen, die dann gesagt haben, ja, und der ist so faul und er hat schon wieder das falsch gemacht und so. Und dann habe ich gesagt, sind Sie doch froh, also Sie gehen abends nach Hause, machen die Tür zu und das war's. Ich habe das gleiche Problem zu Hause noch. Klar. Ja, es ist klar. So. Also ist ja ähnlich, war ja bei den eigenen Kindern auch und dann zieht man wahrscheinlich eher drüber weg. Ja, also dann vielen Dank für die tollen Eindrücke in das IBZ und den interessanten Austausch. Auch ich habe heute noch viel darüber gelernt. Wenn Sie beide sich jetzt was wünschen dürften für das IBZ oder für Ihre Arbeit, was wäre das? Also ich würde mir wünschen, dass die Karlsruherinnen, die hier leben, dass die einfach offen bleiben für alle Menschen, die von außen neu nach Karlsruhe kommen. Dass sie da eine Offenheit sich bewahren und die sie vielleicht noch nicht ganz haben, dass sie sich ein Stückchen mehr öffnen. Ja, das ist schön. Iris, du? Ich schließe mich. Ich würde mich dem anschließen, also und käme auch auf das Wort Rassismus. Das finde ich manchmal sehr betrüblich, dass wenn Menschen hier sind und wirklich auch ein sehr wichtiger Teil dieser Gesellschaft oder ein aktiver interessiert sind und sich einbringen, dass wenn die dann teilnehmen am öffentlichen Leben, Straßenbahn fahren oder an der Haltestelle stehen, dass die immer noch mit rassistischen Äußerungen konfrontiert werden. Und das merke ich also in der Spiegelung auch. Ja. Das tut denen sehr weh oder auch auf dem Wohnungsmarkt, muss man sagen, dass dann das Zimmer plötzlich vermietet ist und dass man keine schwarzen Menschen praktisch haben will. Genau, also das wäre ein Wunsch und das andere, was ich gesagt habe, aufenthaltsrechtliche Erleichterungen. Ja, da arbeiten wir dann im Bund dran. Genau, eben. Genau. Dann vielen Dank für das Gespräch. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den üblichen Kanälen YouTube und so weiter abonnieren. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao.